Nachdenkgespräche. Der kritische Podcast. Ja, herzlich willkommen, liebe Leserinnen und Leser der Nachdenkseiten, zu unseren Nachdenkgesprächen. Heute fragen wir uns, was passiert eigentlich in Syrien? Dafür möchte ich, Jens Berger, mich unterhalten, erstmal mit dem Kollegen Jens Wernicke von den Nachdenkseiten. Hallo Jens. Ja, hallo Jens, guten Morgen. Und unser Fachmann ist Professor Werner Ruf. Er ist Friedens- und Konfliktforscher, inzwischen im Ruhestand und dürfte Nachdenkseiten nicht zuletzt durch den Artikel Menschenrechte versus Völkerrecht, den er in dieser Woche zusammen mit Jens Wernicke auf den Nachdenkseiten veröffentlicht, bekannt sein. Ja, hallo Herr Ruf. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. So, dann fangen wir gleich mal an. Herr Ruf. Wie schätzen Sie eigentlich die Lage momentan in Syrien ein? Wie kam es eigentlich jetzt zu dieser erneuten Zuspitzung des dortigen Bürgerkriegs? Sie meinen die Gasattacke oder? Ja, die Gasattacke und die Intensivierung des kriegsfreundlichen Kurses seitens der USA, Großbritanniens und Frankreichs. Ich muss Ihnen sagen, ich passe, ich weiß es nicht, was da gekocht worden ist, welche Interessen im Spiel waren, was die politischen Ziele hätten sein sollen, wenn man sagt, wir wollen keinen Regime-Change, wir wollen nur eine Lektion verpassen, ja. Assad muss bestraft werden. Ganz nebenbei die Bilder vom strengen Vater mit dem Rohrstock, der seinen Sohn zurechtweist, die gibt es in der internationalen Politik und erst recht im Völkerrecht nicht. Was das soll, weiß man nicht. Da kann man allenfalls spekulieren, dass ganz offensichtlich die Rebellen, und die Rebellen, das ist ein sehr kompliziertes Konglomerat von verschiedenen Gruppen, ins Hintertreffen gekommen sind und dass man eben mit diesen Militärschlägen ihnen Luft verschaffen wollte, dass sie wiederum ja, die Überhand gewinnen gegenüber dem syrischen Regime. Das ist natürlich zum einen eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten und zum anderen ist das ein sehr gefährlicher Versuch, wie ich meine, denn niemand weiß genau, wer oder was die Rebellen sind. Unter den Rebellen ist die stärkste Kraft die Al-Nusra-Front und weitere, zumindest nach den Analysen der International Crisis Group, weitere etwa 12 islamistische Milizen und dann gibt es noch weitere Milizen. Das alles ist ein Hexenkessel. Und wenn man dann die Motivation für die US-Politik weiter verfolgt und sieht, dass etwa der American Council on Foreign Relations schon vor ja, etwa 12 Monaten den USA empfohlen hat, man müsse jetzt Al-Qaida in Syrien unterstützen. Denn so wörtlich, die freie syrische Armee ist ineffizient und demoralisiert. Al-Qaida bringt neue Kraft. Al-Qaida bringt vor allen Dingen, ich zitiere, tödliche Resultate. Die freie syrische Armee braucht Al-Qaida jetzt. Dann wird einem doch Angst und Bange, wie man so naiv sein kann und das Afghanistan-Szenario der 80er Jahre wieder aufleben lässt. Das ist interessant. Bevor wir zu den geostrategischen Fragen kommen, vielleicht noch mal eine aktuelle Frage jetzt zu diesem Giftgaseinsatz. Sie hatten das ja gerade schon angedeutet, dass die Lage für die Rebellen, diese diffusen Gruppierungen, momentan alles andere als gut steht. Ich hatte dafür einen eigenen Artikel mal recherchiert, dass die Regierungstruppen jetzt im Juni erst einen ganz wichtigen strategischen Sieg dabei Qusair erzielen konnten und in den Vororten von Damaskus, wo dieser Giftgasangriff ausgeführt wurde, in der Tat bereits ja, Kapitulationsverhandlungen der Rebellen mit der Regierung geführt worden. Macht es bei dieser ja, militärischen Lage, würde es denn da überhaupt einen Sinn machen, dass das Assad-Regime Gasangriffe durchführt? Wie bewerten Sie das denn? Das ist eine sehr absurde Geschichte eigentlich. Ja. Ich meine, abgesehen von dem, was Sie gerade erwähnt haben an Informationen, kann kein Regime so blöd sein und das Assad-Regime ist so blöde bestimmt nicht, am Tag der Ankunft der UN-Inspekteure genau an diesem Tag Giftgas einzusetzen. Das ist einfach abstrus. Aber es ging über die Medien und durch die ganze Welt. Alles wird geglaubt. Es ist genauso interessant, dass eben beispielsweise unter vielen anderen Recherchen und Publikationen, die es gibt, in unseren Medien nicht einmal
der offene Brief von 12 ehemaligen hochrangigen Generälen und Geheimdienstmitarbeitern der USA veröffentlicht oder zitiert worden ist, wo sie sagen, das Assad-Regime war es nicht, das wissen alle Beteiligten. Und zum Zweiten sagen sie, dass das wahrscheinlich eine False Flag Operation war, also eine Operation, die unter falscher Flagge geführt wurde, das heißt, die jemandem anderen die Tat unterschieben wollte. Das erinnert fatal an den Tonkin-Zwischenfall. Zumindest im Sinne einer differenzierten und ausgewogenen, möchte ich betonen, Berichterstattung, sollte man solche Meldungen einfach auch mal bringen. Das ist ein Punkt, wo man sich fragen muss, wie kann Obama sich hinstellen und sagen, we have no proof, wir haben keinen Beweis, aber wir sind sicher. Das ist unglaublich. Das stimmt. Kerry kam ja sogar mit dem schönen Satz, man hätte zwar Beweise, aber diese Beweise seien classified, also könnten nicht gezeigt werden. Ich meine, das ist ja schon hanebüchen, diese Erklärung, und ich stimme Ihnen da vollkommen zu. Also wenn man den gesunden Menschenverstand einmal einschaltet, dann riecht das Ganze förmlich nach einer False Flag Operation. Und auch ich finde es sehr bedauerlich, dass vor allen Dingen die deutschen Medien da doch ganz eindeutig Scheuklappen aufhaben. Wir von den Nachdenkseiten haben übrigens diesen Brief, von dem Sie gerade eben sprachen, bei uns in den Hinweisen in dieser Woche auch verlinkt. Herr Ruf, dann vielleicht können Sie unseren Leserinnen und Lesern noch mal kurz die Geschichte dieses Konflikts in Syrien irgendwie näher bringen. Was passiert denn da seit wie vielen Jahren und welche Gründe hat sozusagen der Bürgerkrieg? Also das Regime Assad war schon immer extrem repressiv. Die Syrische Republik ist gewissermaßen eine erbliche geworden, nachdem Vater Hafez seinen Sohn Bashar oder nachdem der Sohn dem Vater nachfolgte. Das ist alles sehr kurios und nicht gerade sehr demokratisch, das ist gar keine Frage. Ich denke, das, was der Hauptgrund war, wie in den anderen arabischen Ländern auch, soziales Elend, keine Freiheiten, und einer der Auslöser war meines Erachtens das Jahr 2005, wo das Assad-Regime dem Druck des Westens und des IWF nachgegeben hat, die Wirtschaft liberalisiert hat, einige Strukturanpassungsprogramme umgesetzt hat, die zu einer Verarmung der großen Massen ganz entscheidend beigetragen haben, während sich auf der anderen Seite eine kleine Gruppe der auch in diesem sich sozialistischen Land entstandenen Bourgeoisie gewaltig bereichert konnte. Und das sind auch Konfliktlinien, die heute sichtbar werden. Die Bourgeoisie, die sunnitische Bourgeoisie, steht nach wie vor hinter Assad, während die Masse der Bevölkerung mit der sunnitischen Mehrheit das Fundament eigentlich der Rebellion ist. Als dann die ersten Demonstrationen stattfanden in Daraa, hat das Regime ungeheuer repressiv reagiert. Ein Kind ist dabei zu Tode gekommen, wahrscheinlich unter der Folter. Das war genau das, was den Aufstand richtig erst befeuert hat. Aber wir wissen auch, dass spätestens seit Mai 2011 diese Aufständischen massiv unterstützt werden von den Golfstaaten, von Katar, von Saudi-Arabien. Es gibt da eine interessante Episode, die auch in einem Artikel in der Zeitschrift Inamo dokumentiert ist, wo Reporter von Al Jazeera einen Film gedreht haben über Aufständische, die mit schweren Waffen von Libyen nach Syrien eindrangen. Dieser Film ist dann in Al Jazeera nie gezeigt worden, bezeichnenderweise, woraufhin eine ganze Reihe von prominenten Journalisten, guten Journalisten bei dem Sender, ihre Mitarbeit aufgekündigt haben. Ja, Al Jazeera ist, das soll einige Zuhörer werden das sicherlich jetzt nicht wissen, Al Jazeera wird vom katarischen Königshaus, ist dort ein König, ne? Wird dort finanziert. Und nachdem Al Jazeera ja vor allen Dingen während des Irakkriegs so als Hoffnungsfackel für den freien Journalismus gehandelt wurde, ist man da mittlerweile schon wieder ein bisschen zurückgegangen. Das sieht man auch ganz schön beispielsweise bei der Ägypten-Berichterstattung. Die Kataris sind Verbündete der Muslimbrüderschaft, während Saudi-Arabien die dortigen Wahhabiten eher unterstützt. Und daher Al Jazeera tut sich dort auch im ägyptischen Konflikt eher als Sprachrohr der Muslimbrüder vor. Also das mal nur als Hintergrundinformation noch. Diese Rivalitäten zwischen den Saudis und den Kataris im Hintergrund, wie bewerten Sie die? Hat das auch etwas mit religiösen Fragen zu tun? Und inwieweit geht es da um die Hegemonialstrategie im Nahen Osten, wo man in diesem Zusammenhang natürlich noch den Iran als zusätzlichen Spieler mit einbeziehen muss?
Also mit religiösen Fragen hat das primär nichts zu tun. Die Religion wird instrumentalisiert, das kennen wir aus der abendländischen Vergangenheit zur Genüge. Das ist wirklich nur die Instrumentalisierung von Religion und wie man eben auch sieht, die Instrumentalisierung verschiedener Richtungen innerhalb des sunnitischen Islams, also Muslimbrüder gegen Salafisten, wahhabitischer Obedienz. Es wird instrumentalisiert und da sehe ich die große Gefahr. Es geht primär gegen Assad, also gegen die Alawiten. Die Alawiten gehören zur schiitischen Religionsrichtung des Islam. Unter den sogenannten Rebellen ist der Slogan entscheidend, die Schiiten, die Alawiten sind Ungläubige, also darf man sie töten. Das Ähnliches gilt für die Christen. Das ist auch eine Sache, die mich maßlos geärgert hat, dass in unseren westlichen oder speziell bundesrepublikanischen Medien überhaupt nicht erwähnt wurde der Überfall einer salafistischen Miliz auf das Dorf Maalula, ein Hochort des Syrien-Tourismus, eine christliche Gemeinde, die dort von den Salafisten angegriffen wurde. Alles das ist kein Thema. Die christlichen Minderheiten kommen hier allenfalls als Flüchtlinge vor. Aber warum hier der Krieg zu einem konfessionellen Gemetzel zu werden droht, darüber spricht man nicht, weil man offensichtlich auch nicht die Kritik an diesen islamistischen Milizen zu laut werden darf. Und das heißt, man folgt hier einem amerikanischen Kurs, den ich für schlicht und ergreifend unpolitisch kurzfristig und langfristig für desaströs halte. Da habe ich gleich noch zwei Nachfragen, Werner. Zum einen zu dem, was wir vorhin besprochen haben. Da hattest du dargestellt, dass Assad sozusagen auch Teil einer herrschenden Elite ist, die die Verarmung der eigenen Bevölkerung betreibt. Wenn ich das richtig verstehe, muss man dann halt aus fortschrittlicher Perspektive durchaus auch Assad in Frage stellen und sich eigentlich da auch, sagen wir mal, eine Basisbewegung für Umverteilung und für Sozialreformen wünschen und befördern, wenn ich sich das also richtig? Also aus fortschrittlicher Sicht kann man Assad nicht unterstützen, das ist keine Frage, das ist ein übles diktatorisches Regime. Vergessen wir doch nicht, dass bis vor 4 Jahren die USA Terrorverdächtige an das Regime Assad geliefert haben mit der Begründung, dass die Verhörmethoden in Syrien effizienter sind, als die CIA das kann. Also bei Assad gesteht jeder alles. Ist gar keine Frage. Aber die Gegenfrage ist, was wird aus Syrien? Wenn dieser Staat zerfällt, wenn dieser Staat in einem Chaos von Kriegen zwischen Religionsgemeinschaften wird, dann, und das ist gegenwärtig schon im Gange, greift das sofort über auf den Libanon, möglicherweise auf andere Regionen. Wir haben auch das Kurdenproblem. Also das wird wirklich zu einem Hexenkessel und zu einem Flächenbrand, der nicht mehr kontrollierbar ist. Und wenn wir darauf bestehen, dass wir Minderheiten schützen wollen, dass Minderheiten Rechte haben müssen, dann geht es in diesem Land erstmal darum, ein säkulares Regime wie Assad dem vorzuziehen, was derzeit von islamistischer Seite läuft. Okay, gut. An dieser Stelle möchte ich noch mal einen kleinen Einwurf machen. Also meine These ist, ich weiß nicht, Herr Ruf, wie Sie das sehen, ist, dass der eigentliche Troublemaker in der Region eher Saudi-Arabien ist. Also unser, in Anführungszeichen, Verbündeter Saudi-Arabien, der ja auch immer schön Waffenlieferungen aus Deutschland bezieht. Das Ganze ist natürlich auch ein Kind des Afghanistan-Kriegs der Sowjetunion. Da haben die Amerikaner ja, Stichwort Operation Cyclone, den Zauberlehrling, mit dem Zauberlehrling gespielt. Und saudische Extremisten, unterstützt mit amerikanischen Waffenlieferungen, haben dort auf Seiten in Afghanistan gegen die Sowjets gekämpft. Nachdem der Krieg beendet war und die Sowjetunion zerfallen ist, wurde dieses Personal in Anführungszeichen eingesetzt, um die Südflanke Russland zu destabilisieren. Stichwort Tschetschenien, was auch kaum jemand hier in Deutschland weiß, in Tschetschenien, der Wahhabismus ist dort absolut fremd. Das ist ein Exportgut Saudi-Arabiens neben dem Öl. Und die Grundthese ist ja auch die, dass die saudische Prinzenfamilie, jetzt muss man sich mal vorstellen, Saudi-Arabien hat 7000 Prinzen, die mit Milliarden jährlich subventioniert werden an Apanage. Allein der Staatsgründer, der Abdul Aziz ibn Saud, hatte 60 Kinder, 420 Enkel und das Ganze potenziert sich, da durch dieses Apanage-System jeder Prinz belohnt wird, wenn er möglichst viele Nachkommen zeugt. Und das Ganze gerät da ja komplett außer Kontrolle. Man hat dort Prinzen, die in Saus und Braus leben,
mit ukrainischen Prostituierten und Alkohol und eine extremst religiöse, fundamentalistisch religiöse Bevölkerung. Und dieses Pulverfass Saudi-Arabien, da mache ich mir ganz große Sorgen drum. Wie bewerten Sie denn das? Bewerten Sie das auch so, dass Saudi-Arabien sich sozusagen freikauft durch eine Unterstützung des, ja, des religiösen Terrorismus und eine Unterstützung auch der Al-Nusra-Brigaden beispielsweise in Syrien von den Verfehlungen der Königsfamilie? Also noch ich habe Nachfrage da jetzt von mir. Werner, noch eine Nachfrage von mir. Ja. Zielt in die gleiche Richtung. Du hast vorhin gesagt, da werden religiöse Konflikte sozusagen geschürt und instrumentalisiert. Das ist jetzt auch, wo kommt das her und wer hat da Interessen? Oh ja, das sind jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, vier Fragen. Die erste, was also die Rolle Saudi-Arabiens bzw. der Golfstaaten angeht. Wenn man sich nochmal den arabischen Frühling vergegenwärtigt, und wenn man, dann komme ich wieder auf Al Jazeera, sieht, wie dieser arabische Frühling von Al Jazeera angeheizt worden ist. Es gab ja vom Tahrirplatz bei uns nur Bilder von Al Jazeera. Die Rolle Al Jazeeras im Libyen-Krieg ist nochmal ein Fall für sich. Diese Unterstützung zielt, wenn man jetzt den Strich darunter zieht, auf den Sturz der säkularen Regime, die es in der arabischen Welt gab. Tunesien, Libyen, Ägypten, Syrien. Und es ist, denke ich, kein Zufall, dass die Arabische Liga mit diesem Mehrheitswandel, bisher waren das ja halbe-halbe, die reaktionären Despotien am Golf und die säkularen, die sich teilweise sozialistisch nannten, auf der anderen Seite, die Arabische Liga ist jetzt in den Händen des Golfkooperationsrats. Jordanien und Marokko spielen da mit. Das sind eben auch Monarchien, die da mit ihren eigenen Islamisten einen Gefallen tun können. Diese Resolution des UN-Sicherheitsrats 1973 für die Einrichtung einer Flugverbotszone in Libyen, wie sie offiziell hieß, war vorbereitet worden, vorformuliert worden von der Arabischen Liga. Das heißt, die Arabische Liga spielt jetzt eine zentrale Rolle. Und meine These ist, sie versuchen, den gesamten Raum zu islamisieren. Das ist in Tunesien so, das ist in Ägypten so, das ist in Libyen sowieso so, um damit ihre eigene reaktionäre Herrschaft zu stabilisieren. Der zweite Punkt scheint mir Russland zu sein. Also einmal ja, es ist eine Wiederauflage offensichtlich des Szenarios der 80er Jahre in Afghanistan. Die Leute, die wir heute als islamistische Terroristen bekämpfen, hießen damals Freiheitskämpfer, weil sie gegen die Sowjetunion agierten. Da ist eines der Interessen Russlands berührt. Wenn die Islamisten in Syrien siegen, dann wird das weiter ausstrahlen und es wird Einfluss haben auf den Kaukasus, wo Russland schon seit Jahrzehnten gegen bewaffnete islamistische Gruppen kämpft. Das heißt, für Russland steht hier sehr, sehr viel auf dem Spiel, wer morgen in Syrien an der Macht sein wird. Dann die dritte Frage zu den Prinzen. Ja, das ist nicht nur ein Problem und eine Provokation und jeder in der arabischen Welt kennt die Bilder dieser Prinzen, wie sie sich in französischen Bordellen amüsieren und so weiter und so weiter. Das trägt natürlich nicht unbedingt zur Legitimation der Herrscherfamilie bei. Und die Saudis haben einerseits immer wieder Razzien gemacht gegen salafistische Islamisten im eigenen Land. Gruppen, die ihrer Meinung nach ihre Herrschaft bedrohen. Auf der anderen Seite nutzen sie diese zumindest im Ausland, um dort ihren Einfluss und ihre Herrschaft zu stabilisieren. Dabei muss man wissen, dass Saudi-Arabien ein bevölkerungsreiches Land ist und dass die Einnahmen aus der Ölrente systematisch genutzt werden, um die Bevölkerung ruhig zu halten. Man vermeidet jede Art von industrieller Entwicklung. Man vermeidet jede Industrialisierung, denn dabei könnte es ja herauskommen, dass die eigene Bevölkerung auch noch arbeiten muss und etwa solche Schweinereien macht, wie Gewerkschaften zu gründen. Das alles soll verhindert werden, indem man einerseits mit ausländischen Lohnsklaven die Dienstleistungen betreibt, aber jede Modernisierung auch verhindert. Nur, inwieweit selbst die gigantische Ölrente Saudi-Arabiens ausreichen wird, ein solch reaktionäres, unglaublich rückwärtsgewandtes, unproduktives System am Leben zu erhalten, wenn damit die gesamte Bevölkerung finanziert werden muss, plus die gigantischen Apanagen der königlichen Familie.
dann ist das also eine sehr, sehr prekäre Angelegenheit. Und es hat in Saudi-Arabien in den letzten 2 Jahren mehrere Aufstände gegeben, über die bezeichnenderweise unsere Presse auch nicht berichtet hat. Ja, wir haben ja auch Panzer geliefert, das passt Und ja wir ganz gut. verkaufen Panzer, denn was sagen unser Außenminister und unser Verteidigungsminister? Saudi-Arabien ist ein Anker der Stabilität. Na bitteschön, das waren Ben Ali und Mubarak auch. Und sogar Gaddafi. Also das sollte man nie vergessen. Gibt ja das schöne Zitat, he may be a son of a bitch, but he's our son of a bitch, von Genau. Franklin D. Roosevelt. Das scheint ja auch die deutsche Nahostagenda zu sein, ja. Ja, und die Zahl unserer Sons of the Bitch ist fast so zahlreich wie die saudi-arabischen Prinzen, aber das nur als Anmerkung. Welches ist das Interesse der Instrumentalisierung von Religionen? Ich denke, das Interesse der Saudis und auch der Kataris habe ich benannt, wobei man immer sehen muss, wir hatten das vorhin, dass zwischen den Saudis und den Kataris eine gewaltige Rivalität herrscht. Sie finanzieren und unterstützen unterschiedliche islamistische Gruppen mit dem Ziel, ihre Herrschaft abzusichern im eigenen Land. Das ist ganz klar. Nur die Folge der Instrumentalisierung von Religion hebt den Konflikt auf eine Ebene von ja, Fanatismus und Unduldsamkeit, dass man diesem Konflikt dann überhaupt nicht mehr beikommen kann, wenn erst einmal die Schlächtereien im Namen der Religion angefangen haben. Man schaue auf die frühe Neuzeit und das Mittelalter in unseren Breiten. Zu dem Kontext und Schlächtereien passt auch ganz gut meine Wahrnehmung, dass die letzten Kriege mindestens der letzten 20 Jahre, wenn nicht schon immer, eigentlich immer mit so einer wunderbaren Dämonisierung des, da gibt es einen neuen tyrannischen Diktator, einen neuen Hitler und wir müssen jetzt für die Menschenrechte und für die Frauenrechte und für die Schulen, die dann für die Kinder gebaut werden müssen, wir müssen jetzt Krieg führen für die Menschen. Was sagst du denn dazu? Also das scheint jetzt irgendwie sich so spätestens seit 1990 etabliert zu haben, als das groß und viele Leute auch zu verfangen. Also diese Begründung, da wird eine Bevölkerung unterdrückt. Wir in Anführungszeichen müssen da jetzt aus humanitären Gründen einmarschieren und die retten. Ich bin da etwas zerrissen. Das macht ja Sinn, das Argument, aber es scheint mir auch sehr gefährlich zu sein. Das Argument macht vordergründig Sinn. Das ist völlig richtig. Man kann das nicht mit ansehen, man kann das nicht tolerieren. Dann müssen wir uns aber gleichzeitig zwei Dinge fragen. Erstens, warum seit 1990? Und zweitens, warum dort und warum nicht anderswo? Zum Ersten, 1990, 91 trat die Sowjetunion aus der Weltgeschichte aus. Der Irakkrieg oder der Golfkrieg, der zweite von 1990, 91, zeigt dies ganz deutlich. Und wir haben am Ende dieses Krieges mit der Resolution 688 des UN-Sicherheitsrats vom April 1990 zum ersten Mal die Begründung für eine humanitäre Intervention, dass nämlich internationale Hilfsorganisationen möglichst mit dem Schutz der Alliierten überall im Lande Zugang haben müssen. Das war der erste Eingriff und wir können dann die Geschichte dieser humanitären Intervention weiterverfolgen über Somalia, über Haiti bis Jugoslawien, wo ohne Mandat des Sicherheitsrats Restjugoslawien bombardiert und angegriffen worden ist. Also es geht darum, jenen ominösen Artikel 2 Ziffer 7 in der UN-Charta, der jede ausländische Intervention verbietet, zu schleifen. Und nun muss man das rechtfertigen. Und dann greift man zu den Menschenrechten. Und dann sagt man, ja, mein Gott, das ist ja fürchterlich. Das können wir doch nicht mit ansehen. Man verweist dann auf Srebrenica, man verweist auf Ruanda, ohne dass man die Hintergründe dieser Konflikte genau analysiert oder analysieren kann. So hat in Ruanda in der Vorbereitung dessen, was dann hinterher wirklich zu einem grauenhaften Massenmord geführt hat, Frankreich eine außerordentlich unrühmliche Rolle gespielt. Also da ist die Frage. Und das führt dann zu der zweiten, warum tut man das und wo tut man das? Kein Mensch spricht über den seit Jahren andauernden grauenhaften Massenmord in Ostkongo. Da geht es um unser Coltan, das wir für die Handys brauchen und die Computer. Da geht es um andere Interessen. Es ist ein nicht beachteter Konflikt. Das heißt, der Westen geht
ausgesprochen selektiv mit diesem Argument der Menschenrechte um. Und deswegen sollte man immer sehr hellhörig sein, wenn es darum geht, dass die Menschenrechte, die Frauenrechte und so weiter beschworen werden, ob dies denn wirklich der Grund ist für eine Intervention oder ob man diesen Grund einfach benennt, um ganz andere Ziele zu verfolgen, die mit Interessen zu tun haben, die mit Rohstoffsicherung zu tun haben und so weiter. Ja, das spielt ja meistens vorne mit. Das Stichwort Ruanda fiel gerade eben. Der damalige Befehlshaber der UN-Blauhelme, der Romeo Dallaire, ein Kanadier, hat ja in seinem Buch geschrieben, dass er mit nur 5000 UN-Blauhelmen das Massaker dort hätte verhindern können. Aber es gab kein Interesse, vor allen Dingen auch im Weißen Haus in den USA, es gab kein Interesse daran. Warum gab es kein Interesse? Ja, weil Ruanda, Stichwort Rohstoffe, ein eher uninteressanter Fleck auf der Landkarte ist. Das ist das eine, und weil Frankreich seine kolonialen Interessen in Afrika wahren wollte. Richtig, genau, ja. Genau. Und das ist immer das, und das ist ja das große Problem. Da zerreißt es ein Jahr, weil denn einerseits diese Argumentation für eine humanitäre Intervention kann man ja verstehen. Niemand will, dass in einem Land Millionen Bürger abgeschlachtet werden in einem Bürgerkrieg und man tatenlos dabei steht. Andererseits gibt es jedoch auch keinen internationalen Sicherheitskörper, der bei so etwas unvoreingenommen und objektiv eingreifen könnte. Ich meine, der UN-Sicherheitsrat, das wissen wir ja, ist diesbezüglich eher ein Kasperltheater, allein schon durch die Vetomächte. Wenn wir uns mal den Nahostkonflikt im Israel anschauen, Palästinensergebiete, dort haben die USA jedes Mal ihr Veto eingelegt, wenn der UN-Sicherheitsrat irgendeine Resolution gegen Israel verabschieden wollte. Umgekehrt, Russland und China spielen natürlich auch genauso mit dem Veto, genauso wie Großbritannien und Frankreich. Das gibt sich die eine Seite nichts. Und haben Sie da vielleicht irgendeine Vision? Und mag sie noch so unrealistisch sein, wie so etwas in Zukunft besser gemanagt werden könnte von der Weltgemeinschaft, dass eben nicht Partikularinteressen dort ausschlaggebend sind, wenn es darum geht, Bürgerkriege zu vermeiden und zu verhindern, auch im Voraus. Ich würde mich auch gleich nochmal anschließen. Du hast ja jetzt schon Übung, 4, 5 Fragen auf einmal zu beantworten. Es geht auch in eine ähnliche Richtung. Also für mich ist die Frage, wenn man mal die Leute ernst nimmt, die wirklich meinen, für Menschen intervenieren zu wollen, wenn jetzt sozusagen Bomben nicht die Lösung für die lokalen Probleme sind, was kann man denn stattdessen machen? Also es ist mehr oder minder auch das, was Jens fragt, nur auf einer Ebene tiefer. Ja, das ist schon ein ganzes Bündel von Sachen. Ich will mal versuchen, das in zwei Teile zu trennen. Erstmal, wenn wir vom Sicherheitsrat reden. Der Sicherheitsrat ist eine schlechte Konstruktion. Der Sicherheitsrat widerspricht eigentlich sogar der Charta der Vereinten Nationen, wenn es heißt, dass alle Staaten gleich sind. Die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats sind eben gleicher. Der Kollege Armitage, stellvertretender Außenminister in der Bush-Administration, hat das mal auf die wunderbare Formel gebracht. The United Nations is an organization of equal states, but some are more equal and we are first among the more equals. Ja, das ist zynisch, aber es trifft irgendwo den Zustand. Das heißt, wenn man da etwas ändern wollte, müsste man den Sicherheitsrat verändern, man müsste ihn demokratischer machen, man müsste ihn vor allen Dingen im Sinne der ganzen guten alten bürgerlichen Tradition der Gewaltenteilung eben einmal von der Legislative, das wäre die UN-Vollversammlung, abhängig machen, dass die über ihn beschließen kann, und man müsste zweitens eine unabhängige Judikative machen, das könnte der internationale Gerichtshof in Den Haag sein, der die Resolution des Sicherheitsrats auf ihre Konformität mit den Bestimmungen der Charta prüft. Das wäre meines Erachtens wichtiger, als dass Deutschland einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat erhielte, wo dann 3 EU-Staaten im Sicherheitsrat mit einem ständigen Sitz vorhanden wären. Also das ist eine Frage. Damit verbunden ist allerdings die Frage, ist es nicht besser, eine Organisationen wie die Vereinten Nationen mitsamt ihrem defizitären Sicherheitsrat zu haben und mit den gegenwärtigen Bestimmungen. Und da denke ich, das ist kein ideales Instrument, aber es ist besser, als wenn es nicht da wäre. Und wenn man jetzt an Syrien denkt, ich halte es für einen grandiosen Fortschritt, dass dieser russische Vorschlag gemacht worden ist, dass sich der Westen dem nicht entziehen konnte und dass die Sache damit zurückgeht an die Vereinten Nationen und deren Zuständigkeit. Denn immer noch sind die Vereinten Nationen trotz all ihrer Defizite
ein neutraleres Gremium, als es die Staaten selbst sind. Also so viel dazu. Ich würde es deswegen auch nicht Kasperletheater nennen. Und ich bin eigentlich froh, dass die Diskussion über die chemischen Waffen jetzt so hochgekocht wird, dass Syrien mit Sicherheit, davon ist auszugehen, chemisch abgerüstet wird. Dies gäbe allerdings eine Handhabe, um in der ganzen Region etwas zu ändern. Dann sollte man beispielsweise auch Israel dazu bringen, die Chemical Weapons Convention zu unterzeichnen, was Israel nicht getan hat. Genauso wie etwa den Atomwaffensperrvertrag, wo Indien, Pakistan und Israel eben nicht Mitglieder sind und deswegen legal ihre atomare Hochrüstung betreiben konnten. Also da gäbe es jetzt Handhaben in der Folge dieses Konflikts, die man aufgreifen könnte. Ja, im Interesse für die Menschen. Es ist immer so einfach, einen Bösen zu konstruieren, gegen den man dann Krieg führen muss, der an allem schuld ist. Wenn wir uns aber darauf einigen könnten, und da sind wir in ganz guter Gesellschaft, auch mit der Europäischen Union, dass Elend, Hunger, Armut die wahren Ursachen des Konflikts sind. Dann können wir auch miteinander reden und dann könnten wir auch die EU eigentlich an ihrem eigenen Schopfe packen. Denn da gibt es die europäische Sicherheitsstrategie, also jenes militärische Dokument, mit dem die EU rechtfertigt, wie man zukünftig in Konflikte intervenieren muss und natürlich auch militärisch, sonst wäre es nicht die Sicherheitsstrategie. Und davor ist eine wunderbare Lageanalyse, wo steht, jährlich sterben 45 Millionen, das ist mehr als die Hälfte der Bundesrepublik, der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland, an Hunger. Das sind die Ursachen für Konflikte. Die Konsequenz, die herausgezogen wird, ist Militärintervention. Nein, wenn schon humanitäre Intervention, dann müsste die beispielsweise an den Getreidebörsen stattfinden. Wenn in Somalia eine Hungersnot ausbricht und der Getreidepreis auf das Drei- und Vierfache springt und Spekulanten am Elend verdienen, das Elend weiter anheizen, denn dieses Getreide kann für die Armen nicht mehr beschafft werden. Da wäre humanitäre Intervention gefordert. Das heißt, humanitäre Intervention müsste eigentlich im Kampf gegen den Neoliberalismus beginnen. Wo du gerade den Kampf gegen Armut und den Neoliberalismus thematisierst, vielleicht können wir dann noch zu einem anderen wichtigen Thema kommen, in dem Kontext mich interessiert und den anderen Jens auch. Wie kommt es denn zu der doch sehr in Breite einheitlichen Kriegshetze in deutschen Medien? Also das scheint ja schon relativ festgelegt zu sein, dass man da eingreifen muss und auch wie, so war zumindest meine Wahrnehmung, ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrgenommen habt, aber wirklich völkerrechtliche rote Linien, die es gibt, da überhaupt zu argumentieren, das ist ja eigentlich gar nicht wirklich geschehen, offensichtlich. Was passiert denn da mit den deutschen Medien? Wie kommt's? Also ich denke, die Berichterstattung der deutschen Medien ist sowas von einseitig, dass es echt zum Skandal wird. Und ich verstehe auch nicht, warum das so ist, dass diese Unisono-Sprache überall vorhanden ist, egal ob Rundfunksender oder Fernsehen oder auch die bürgerlichen Medien. Das ist eigentlich eine Schande für den Journalismus, dass man nicht auch Gegeninformationen einfach dem vorstellt, bringt und es dann dem Leser überlässt oder dem Hörer hier zu entscheiden, was er meint. Was dahinter steht, ist meines Erachtens ganz klar und das ist der Fall, ich habe das vorhin erwähnt, seit 1991 die Demolierung des Artikel 2 Ziffer 7 der UN-Charta, das Interventionsverbot, dass man endlich wieder intervenieren darf. Und das Intervenieren wird dort veranstaltet, wo man Interessen hat. Das geht ganz klar auch hervor aus einer Studie des International Institute for Strategic Studies, wo sie sagen, die Konflikte sind so vielfältig überall in der Welt, wir können gar nicht überall intervenieren. Also müssen wir selektiv vorgehen. So. Und wie wird selektives Vorgehen dann praktiziert? Man geht dort vor, wo man Interessen hat. Also es geht um eine Demolierung des Völkerrechts und da halte ich dieses Menschenrechtsargument insofern auch für gefährlich, weil man damit die Menschen ungeheuer emotionalisieren kann. Da muss man doch was tun. Jetzt schickt die Militärs endlich mal dahin. Das heißt, wir fallen zurück in die Lehre des gerechten Krieges, wie Thomas von Aquin sie begründet hat und wie sie 1000 Jahre fast im internationalen System galt. Nur ich möchte den Krieg sehen, der nicht als gerechter Krieg mit guten Argumenten begründet und begonnen wurde.
Das lässt sich dann immer finden und wir fallen damit zurück in eine Zeit der Anarchie im internationalen System, des Faustrechts, des Rechts des Stärkeren. Das heißt, wir entzivilisieren die Welt und deswegen halte ich immer noch die UN-Charta für ein Zivilisationsprojekt. Wie sehen Sie denn da in Deutschland, um das mal ein bisschen wieder runterzuholen auf den Bereich, auf den man auch direkt vielleicht ein bisschen Einfluss hat? Wie sehen Sie in Deutschland die Chance, dass da mal ein Umdenkprozess stattfindet? Ich meine, wenn ich im Hinterkopf habe, den Kosovo-Krieg, da waren es ja nicht zuletzt die Grünen in Gestalt von Joschka Fischer und die SPD in Gestalt von Scharping, die mit dieser Lüge vom Hufeisenplan und den unsäglichen Vergleichen zu Auschwitz diese ja, massive moralische Keule herausgebracht geholt haben, um Deutschland zum ersten Angriffskrieg überhaupt in der Bundesrepublik zu bewegen. Gerade diese beiden ja, Bewegungen, die Sozialdemokraten und die Grünen, sind in dieser Hinsicht doch momentan leidlich diskreditiert. Natürlich haben wir da die politische Linke noch in Gestalt der Partei Die Linke, die aber ja, bei realistischer Betrachtung auf den ja, gesellschaftlichen Dialog und erst recht auf konkrete Gesetze ja gar keinen Einfluss hat. Wie sehen Sie die Chance, dass sich da in Deutschland etwas ändert und von welchen Gruppen könnte denn das kommen? Also auch Stichwort jetzt der neue Papst in Rom, der ja deutlich andere Töne anschlägt. Gibt es da vielleicht die Möglichkeit, über den katholischen, über den konservativen Flügel dort mal zu einer, ja, zu etwas Besserem zu kommen? Ja, eine Allianz zwischen Papst und der Linken wäre doch auch mal wieder was Schönes, weißt? Also nochmal zu den Grünen. Ich bin zwar schon eine Weile von der Hochschule weg, prüfe aber immer noch und habe gerade eine Magisterarbeit betreut, wo eine junge Frau eine sehr solide, gründliche Inhaltsanalyse der Parlamentsreden, der Parteiprogramme und so weiter sämtlicher Parteien gemacht hat. Und man höre und staune. Die Grünen sind auch in ihrer Rhetorik mit Abstand die bellizistischste Partei im Bundestag. Das erschüttert einen und das wundert einen, aber es wundert einen nicht, wenn man sieht, wie die Grünen sich in all diesen Konflikten bisher verhalten haben und immer dieses Menschenrechtsargument hochgezogen haben, wobei sie eigentlich wissen müssen, dass Kriege nicht für Menschenrechte gemacht werden. Der nächste Punkt ist, wir sollten das nicht unterschätzen. Wir haben eine Bundeswehrreform. Wir haben eine Berufsarmee jetzt, keine Wehrpflichtarmee mehr. Und diese Armee ist umbenannt worden im Bundeswehrkonzept in Armee im Einsatz. Das heißt, wir haben nicht mehr, wie das Grundgesetz es gebietet, eine Armee zur Verteidigung, zur Landesverteidigung, sondern wir haben eine Armee im Einsatz. Und diese Einsätze werden kräftigst veranstaltet. Die Bundeswehr ist derzeit in etwa 20 Konflikten aktiv, nicht immer schießend, sondern oft nur logistisch unterstützend, aber sie ist in diesen Konflikten dabei, vor allen Dingen auch in EU-Missionen, die nicht alle vom Sicherheitsrat abgesegnet sind. Also das ist, denke ich, eine ganz gefährliche Entwicklung, wo schleichend und wiederum über dieses Menschenrechtsargument unsere Armee ja, umfunktioniert, umstrukturiert wird, für ganz andere Ziele als für das, wofür sie laut Grundgesetz da sein sollte. Und der letzte Punkt ist, ja, es ist schon seltsam, dass alle Parteien bis auf die Linken solchen Konflikten zustimmen. Und wenn man dann die Begründungen liest, dann kommt dort auch immer das Interessensargument. Das geht um die Piratenbekämpfung beispielsweise oder es geht um die logistische Unterstützung in Mali. Überall dort sind massive Interessen, Rohstoffinteressen und so weiter im Spiel, sodass man fast sagen könnte, wenn man die Stimmung der Mehrheit der Bevölkerung in dieser Republik sich anschaut, die zu mindestens 60% immer gegen diese Kriege oder Interventionen ist, dass da die Linke doch eine starke demokratische Basis hat mit ihrer Ablehnung der Militäreinsätze.
Also, woran ich einfach gerade denken muss, ich war zutiefst schockiert. Vor einer Weile tauchte auf YouTube ein Werbespot der deutschen Marine auf und der versinnbildlicht so unglaublich das, was du gerade gesagt hast, Werner. Da wird dann irgendwie eine Familie im Supermarkt gezeigt und wenn sie auch morgen noch Bananen haben wollen, müssen wir die Handelswege schützen. Schlachtschiff, und Kanonen. Das ist schon übelste Demagogie, wenn ich das mal so deutlich sagen darf. Ja. Das ist richtig und Ähnliches läuft in den Schulen ab, mit dem sogenannten Sozialkundeunterricht durch Bundeswehroffiziere und so weiter und so weiter. Das ist schlimm und das ist ein Versuch zur Remilitarisierung des Denkens, das bei uns in Deutschland angesichts des Wissens um das, was während der Nazi-Barbarei passiert ist und welche Kriege und welche Verluste Deutschland geführt und hat hinnehmen müssen, doch zu einer grundsätzlich antimilitaristischen Haltung geführt hat. Und die muss man natürlich wegkriegen, wenn man Interventionen rechtfertigen will. Werner, wie schätzt du denn jetzt die aktuelle, sozusagen tagespolitische Entwicklung in Syrien ein? Das wird ja jetzt über chemische Abrüstung, Chemiewaffenkonvention diskutiert. Amerika behält sich aber vor, trotzdem jederzeit einzuschreiten, wenn es nur nicht glaubwürdig genug erscheint, was da passiert. Also ist die Kuh da jetzt vom Eis oder was erwartest du möglicherweise für Entwicklungsstränge in den nächsten Wochen? Wovon können wir vielleicht ausgehen? Die Kuh ist noch lange nicht vom Eis, das ist ganz klar. Und die Frage ist jetzt, wie wird das Ganze mediatisiert? Und ich denke, da gibt es zwei Interessen. Das eine ist das russische und auch das syrische, um jeden Preis einen Krieg und eine Intervention zu verhindern. Und deswegen wird ja auch diese chemische Abrüstung betrieben. Das ist das eine. Das andere ist das Interesse, ich sag mal, der USA und des Westens, wobei das inzwischen ja im Westen auch geschrumpft ist, siehe die Abstimmung im britischen Parlament, hier doch einen Vorwand zu finden. Und es wird darum gehen, wie wird das Ganze mediatisiert? Ich denke, die USA warten auf eine Gelegenheit, wo sie sagen, aha, es geht nicht, aha, die wollen nicht, aha, hier betrügt einer, um dann doch wieder die militärische Karte zu ziehen. Das wird sehr viel von der Meinungsmache und der Propaganda abhängen. Und deswegen, ja, möchte ich sagen, dass ich dieses Interview auch ungeheuer wichtig finde, das hoffentlich viele Leute lesen, damit sie sensibler werden, damit sie auch andere Informationen zur Kenntnis nehmen, als das, was hier über unsere offiziellen Medien läuft. Da reicht es schon, österreichische Nachrichten oder Schweizer Nachrichten zu gucken im deutschsprachigen Raum, wo sehr viel differenzierter berichtet wird. Diese Bedrohung, diese Gefahr bleibt. Aber ich sehe einen großen Fortschritt, auch im Hinblick auf das, was wir vorhin über die Vereinten Nationen diskutiert haben. Der Ball ist wieder bei den Vereinten Nationen. Der Ball ist wieder im Sicherheitsrat. Und es ist nicht so einfach für die USA, jetzt einseitig in den Krieg zu ziehen. Sie kriegen im Sicherheitsrat jetzt erst recht keine Mehrheit mehr. Ja, es wird noch schwieriger. Und von daher habe ich große Hoffnung, dass die nächsten Wochen tatsächlich doch in Richtung auf eine friedliche Lösung, auf die Reaktivierung des Konzepts der Genfer Konferenz, was der Westen immer verhindert hat, zuläuft, dass sich die Konfliktparteien in Begleitung der großen Mächte an den Tisch setzen und verhandeln. Und wenn man eine vernünftige Lösung finden wollte für den Konflikt, dann müsste man auch die regional betroffenen Mächte, insbesondere den Iran, mit in eine solche Verhandlung hineinnehmen. Man kann das syrische Problem nicht mehr nur als rein syrisches behandeln. Ja, da haben wir ja am Ende noch einen Lichtstreif am Horizont. Ja. Ich wollte noch einwenden, dass wir natürlich von den Nachdenkseiten in unseren Hinweisen des Tages uns redlich bemühen, diese ja, Medienblockade ein wenig zu durchbrechen und auch auf die in der Tat guten österreichischen und schweizerischen, aber auch englischsprachigen Artikel und Einschätzungen unserer Leser gerne hinweisen. Denn wie gesagt, in den deutschen Medien findet man dazu ja leider überhaupt nichts. Ja. Das Jetzt auch ist schon richtig. Man einiges. kann ja auf den Nachdenkseiten, ich bin kein Putin-Fan, denn Putin ist mit Sicherheit kein Demokrat, aber er kann keinen Krieg brauchen. Den tollen Brief oder den tollen Artikel an das amerikanische Volk lesen, den die New York Times immerhin abgedruckt hat vor kurzem. Ich weiß nicht, ob ihr den habt, dann schicke ich ihn euch. Den haben wir heute in den Hinweisen des Tages als Top-Beitrag sozusagen drinne, ja. Das ist ein sautoller Brief. Das Das finde ist ich auch, auch, glaube ja. ich. Ist, glaube ich, eher ungewöhnlich, dass die New York Times, oder? Also, das ist Auch doch. das kann Hoffnung machen.
So wie die große Mehrheit der Amerikaner dagegen ist, einen weiteren Krieg anzufangen und so weiter und so weiter. Und auch die Amerikaner scheinen gelernt zu haben, wenn man sagt, ja, wir machen nur einen kleinen Militärschlag und dann ist Ruhe, dass das eben in der Regel so nicht läuft. Ich habe auch das Gefühl, dass durch die ja, großen Lügen, die auch breit publiziert wurden, die zum Irakkrieg geführt haben, dass dort nicht nur das Volk, sondern auch die Journalisten und auch die Parlamentarier, vor allen Dingen in den USA und Großbritannien, da ein bisschen sensibler sind. Also gerade bei der Diskussion im britischen Kabinett, Quatsch, im Unterhaus, kam ja von den Gegnern eines militärischen Einsatzes auch immer wieder das Argument, das haben sie vor dem Irakkrieg auch behauptet, wir möchten jetzt wirklich schwarz auf weiß die Beweise und das, was sie uns hier vorlegen, überzeugt uns nicht. Also insofern dieser alte Spruch, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, scheint sich ja hier doch so ein bisschen zu bewahrheiten. Und ich denke mal, das ist ja auch ein Hoffnungsschimmer. Das ist mit Sicherheit ein Hoffnungsschimmer. Und ich denke, verantwortliche Medien sollten ihren Beitrag dazu leisten. Also, jetzt Prost nach den Kleinen. Prost, Werner. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Ja, dann bedanke ich mich erstmal bei meinem Mitstreiter Jens Wernicke und natürlich vor allen Dingen bei Professor Werner Ruf für dieses Interview. Ich hoffe, unsere Leser konnten viel in diesem Interview lernen, vielleicht auch einige Sachen, die sie noch nicht wussten. Und was dieses Interview sicherlich bei unseren Lesern ausgelöst hat, ist ein Interesse zu wecken, auch mal hinter die Kulissen dieses Konfliktes zu schauen und sich nicht nur über die Massenmedien, vor allen Dingen nicht über die deutschen Massenmedien, über diesen Konflikt und über völkerrechtliche und militärische Themen im Allgemeinen zu informieren, sondern auch mal unter anderem über die Nachdenkseiten, aber auch über viele andere Internetseiten sich mal näher mit diesem Thema zu beschäftigen. Dann bedanke ich mich und wünsche unseren Lesern noch ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Dito, tschüss. Dito, ja, war doch ein schönes Gespräch.